Elisabeth II., Königin von Großbritannien und Nordirland, auf Staatsbesuch in Österreich. Auf dem Flughafen Schwechat heißt Bundespräsident Franz Jonas die Königin herzlich willkommen und schreitet mit ihr die Ehrenkompanie des österreichischen Gardebataillons ab. Prinz Philipp besucht die Firma Eumig, das größte rein private Industrieunternehmen Österreichs, dessen Produkte auch auf dem britischen Markt eine hervorragende Rolle spielen. Am Werkseingang wird der Herzog mit einem Blumenstrauß empfangen und von den beiden geschäftsführenden Gesellschaftern, Ingenieur Fockenhuber und Dr. Dr. Hauser, begrüßt. Er lässt sich von Ihnen anschließend die leitenden Herren des Unternehmens vorstellen. Fast eine Stunde lang besichtigt der Herzog das Werk Wiener Neudorf, hier gerade die Blindenabteilung, und interessiert sich besonders für die Herstellung von Optiken sowie für die Montage von Filmkameras und Projektoren. Im Verlauf der Besichtigung wird dem königlichen Gast die in diesen Tagen fertiggestellte 150.000. Viennet-Filmkamera als Erinnerungsgeschenk überreicht. Der Prinz zeigt sich bei dieser Besichtigung vielseitig interessiert und nimmt öfters die Gelegenheit wahr, auch mit Arbeitern zu sprechen. Beim Abschied aus dem Eumig-Werk wird ihm freundlicher Applaus zuteil.